Aber bisher ist das alles nicht das, was ich wirklich suche. Irgendwie fehlt was. Ja, das ist wie bei mir in Box Canyon. Nach einer Weile hat es dort einfach nicht mehr gepasst und ich bin weggegangen. Kurz vor meinem 19. Geburtstag habe ich dann was echt Krasses erlebt. Das hat mich von diesen ganzen fernöstlichen Religionen abgebracht. Wieso? Was ist passiert? Ach, ich wollte mit meinem Freund Bill das Ende meiner erfolgreichen ersten 18 Jahre gebührend feiern. Ich hatte eigentlich schon lange keine Drogen mehr genommen und beschloss, noch einmal einen Abschieds-Meskalin-Trip einzuwerfen. Ich habe dreimal so viel Tabletten geschluckt wie normal. Was? Dreimal so viel? Ja, und ich sage dir, es war schrecklich. Bei bewusstseinserweiternden Drogen ist es ja normal, dass man Fantasie und Wahrheit nicht mehr unterscheiden kann. Alles verzerrt sich. Das Gesicht von Bill war wie Knetmasse. Und man hört und sieht Dinge, die nicht wirklich passieren. Aber es war grauenvoll. Ich fühlte schwarze, finstere Mächte, die mich in einen leeren Ort stoßen wollten. Ich kämpfte mit aller Macht dagegen an, mit Händen und Füßen, um da ja nicht hineinzufallen. Puh, das hört sich echt krass an. Ja, du sagst es. Als der Trip vorbei war, habe ich lange darüber nachgedacht und war mehr und mehr davon überzeugt, dass diese fernöstlichen Praktiken mit ihren dunklen Mächten nicht das Richtige für mich sind. Sowas will ich nie wieder erleben. Manchmal verfolgt mich das noch heute. Deshalb möchte ich damit nichts mehr zu tun haben. Und jetzt? Hast du die Suche total aufgegeben? Oh Mel, das würde mir doch ganz und gar nicht ähnlich sehen, aufzugeben. Ich finde, jeder Mensch braucht irgendeinen Guru oder spirituellen Lehrer. Jetzt probiere ich es mit Jesus Christus als meinem Meister. Mir ist aufgefallen, dass alle möglichen Lehren, sogar der Buddhismus, nur Positives über diesen Mann sagen. Und Jesus scheint mir zuverlässig zu sein. Aber Christ werden will ich nicht. Die sind mir alle viel zu spießig. Und? Liest du jetzt in der Bibel? Ja, klar. Und ab und zu diskutiere ich mit Todd verschiedene Themen durch. Denn einiges ist uns nicht so klar, vor allem, dass Jesus Gott selbst sein soll. Ich habe vor vielen Jahren mal ein paar Jesus-Freaks getroffen und heftig mit ihnen diskutiert. Die waren überzeugt, dass die ganze Bibel in allen Teilen wahr ist und dass Gott, der die Liebe sein soll, auch strafen wird. Aber das glaube ich irgendwie nicht. Trotzdem habe ich zu Gott gebetet, dass er mir beweisen soll, dass er real ist. Ich möchte herausfinden, wer Jesus ist.